Gestern Abend wurden wir die Dev-Server freigegeben. Für die, die nicht wissen, was Dev-Server sind, hier eine kleine Erklärung. Dev-Server werden meistens 1 bis 2 Wochen vor dem Update aktiviert, da kann man die noch nicht veröffentlichten Fahrzeuge testen. Das war's. Und diese wurden, wie schon gesagt, gestern wieder geöffnet und ich war ein bisschen enttäuscht. Aber fangen wir mal mit etwas Positivem an. Und zwar kommen dem Update neue Sounds, Feuereffekte und neue schwedische Fahrzeuge ins Spiel. Die meisten sind davon sogar recht interessant. Leider habe ich von denen aber kein Gameplay, weil ich die schwedischen Panzer selber noch fahren werde, wenn das Update richtig draußen ist. Übrigens ist unter den schwedischen Fahrzeugen der STRV-121 oder auch Leopard 2R4. Den 2R5 haben sie noch nicht, aber der wird dann wahrscheinlich mit einem neuen Update kommen. Dazu haben die Amis und die Japaner jeweils eine neue Phantom bekommen, die Briten die Lightning, was ein Supersonic Jet ist, die Franzosen den AMX-32, jede Nation ein paar Schiffe, die eigentlich nicht wirklich Bock machen. Die Deutschen den Radkampfwagen 90, hier auch im Gameplay, ein Prototyp laut Wikipedia einmal gebaut, dann die Junker 188 und noch ein paar andere Fahrzeuge. Aber das, was mich am meisten stört, sind die Russen. Mit dem letzten Update haben sie ja den K-50 bekommen, ein Premium-Heli, der sehr nervig sein kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Und was denkt sich Gaijin jetzt? Richtig! Lasst uns den K-52 ins Spiel bringen! Wait, what? Ja, ihr habt richtig gehört. Die Russen bekommen den K-52, der Nachfolger vom K-50. Das Tolle am 52 ist, dass er zwar grundsätzlich dieselbe Bewaffnung hat, aber in anderen Ausmaßen. Ihr müsst es mal so verstehen. Der KA-50 muss, um Eagle-Raketen zu haben, das sind übrigens wärmesuchende Raketen, ein bestimmtes Loadout nehmen. Dafür kann er aber dann nur 6-mal, Achtung, scheiß Aussprache, die Vikre-Raketen mitnehmen. Im KA-52 ist es etwas anders. Da kann er gleich mit einem Loadout 4 Eagle-Raketen mitnehmen und 12-mal die Vikre. Das ist toll! Ach und übrigens, der KA-52 ist laut Dev-Server auch auf 10.0 wie der KA-50, was nicht sein sollte. Und dazu hat er nicht nur ein RWR, das anzeigt, von wo etwas mit einem Radar auf ihn guckt, nein, sondern auch ein Radar für Bodenfahrzeuge. Also ich denke, dass der auf 10.3 gehört. Was mich aber auch nervt ist, dass die Deutschen nur, und ich sage nur, den Radkampfwagen 90 bekommen haben. Ich hätte mir lieber einen Schützenpanzer gewünscht wie den Marder oder den Wiesel, selbst wenn der, glaube ich, kein Schützenpanzer ist. Nee, stattdessen bekommen wir wieder einen Prototypen, als ob die Deutschen nicht schon genug Prototypen haben. Dann doch lieber einen neuen Leopard 1 hinzufügen. Immerhin haben die einen Mangel an MBTs. So, zum Schluss, bevor ich es vergesse, es kommt auch eine neue Map ins Spiel. Sie heißt Schweden. Was ein Wunder. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.